ich verstehe immer noch nicht, warum die bei uns angerufen hat. Total komisch, oder? Ich wette, das ist wegen dieser schlechten Note, die wir gleich bekommen. Ich wette, das wird ganz schlimm enden für uns. Oh Mann, meinst du wirklich? Oh, ich hab so Angst. Hey Dave, guten Morgen. Guten Morgen, Hannah. Du, meinst du, wir bekommen heute die Mathearbeit Hoffentlich zurück? Hoffentlich nicht. Wieso denn nicht? Hab ich dir doch gesagt, Dave. Die hat doch bei uns angerufen. Ach ja, stimmt, ja, da hat sie mich auch mit meinen Eltern sprechen. Ja, aber es muss ja nicht wegen der schlechten Note sein. Und ich hab doch mal gesagt, meine Eltern wären nicht da. Aber vielleicht geht's ja gar nicht um die Arbeit. Hanna, ich glaube nicht, dass es um die Arbeit geht, weil... Also ich habe auch, kein gutes Gefühl bei der Arbeit gehabt und ich denke, dann hätte sie auch bei mir angerufen, weil ich denke auch nicht, dass ich eine gute Note habe. Oh, ich hoffe, es geht einfach nicht um die Note. Hoffentlich ist irgendwas anderes. Guten Morgen, Kinder. Ach, Hanna, jetzt, wo ich dich sehe, ich wollte noch mit dir reden. Ach, Hanna, ich habe so oft in letzter Zeit versucht, bei euch anzurufen, aber ich hatte immer nur dich dran. Ja, meine Eltern waren nicht da. Ach ja, schade, ich hätte so gern mit ihnen mal gesprochen. Ja, das tut mir leid, das ging nicht. Mein Papa war auf der Arbeit und meine Mama, die war auch nicht da. Ach, wie dem auch sei. Also dann habe ich ja wahrscheinlich die Möglichkeit, beim Elternsprechtag mit Ihnen zu reden. Ich habe Ihnen einiges zu sagen. Der Elternsprechtag, das habe ich ja ganz vergessen. Och, nein. Bei dir, Pierre, habe ich auch einige Male versucht anzurufen, aber auch das hat nicht geklappt. Wenn Sie es so sagen, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Vielleicht war auch die Telefonleitung kaputt oder so. Keine Ahnung. Also na gut. Wie dem auch sei, also die Klassenarbeiten, die bekommt ihr heute zurück. Also ich muss schon sagen, die ist nicht sonderlich gut ausgefallen, aber manche Schüler und Schülerinnen haben wirklich Probleme in Mathe, so war es schon immer. Also wenn ihr Fragen habt zu der Klassenarbeit, einfach Fragen, auch Verständnissachen und bei denjenigen, die eine schlechte Note bekommen haben, da sollten die Eltern wirklich dringend zum Elternsprechtag kommen. Dann werde ich jetzt damit beginnen, die Klassenarbeiten auszuteilen. Oh Mann, ich habe ein richtig schlechtes Gefühl. Oh Mann, 4-, immerhin keine 5. Oh Mist. Oh Backe, ich will mein Heft gar nicht aufmachen. Oh, das wird grausam. Oh, dann wagen wir es mal. 3, 2, 1. Was? Ich habe eine 5-. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Oh nein. Das gibt jede Menge Ärger. Bestimmt Hausarrest, kein Taschengeld mehr. Oh, Fernsehverbot. Nein. Und das sind dann eure beiden Klassenarbeiten. Die Unterschiede in den Noten sind wirklich extrem. Oh Mann, Dave, ich will das Heft gar nicht aufmachen. Ich bin so nervös. Oh Mann. Hanna, so schlimm ist es bestimmt nicht. Ich wette, du hast noch eine gute Note. Weißt du was? Ich mach jetzt den Anfang. Ich mach als erstes mein Heft auf, okay? Und dann gucken wir uns meine Note als erstes an. Okay. Was? Oh Mann, eine 5+? Also damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also, ich wusste, dass ich keine gute Note haben werde, aber eine 5+? Oh Mann, das gibt sowas von Ärger auf dem Elternsprechtag. Oh Mann, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Warum wurdest du denn dann nicht angerufen, Dave? Hanna, ganz ehrlich, das ist mir gerade sowas von egal. Und irgendwie, das kann doch alles nicht stimmen. Und wenn du schon eine 5+ hast, was hab ich denn dann erst? Hä, Dave, du wurdest doch gar nicht angerufen und du hast eine 5+? Weswegen hast du denn angerufen, wenn nicht wegen den schlechten Noten? Kapier ich nicht. Oh, ich verstehe jetzt wirklich gar nichts gerade, aber ich mache einfach mein Heft auf. 1, 2, eine 1-. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh, puh. Ich habe eine 1-. Oh, ich kann es wirklich gar nicht fassen. Mir fällt so ein Stein vom Herzen. Oh, 5+. Also, meine PS4 bekomme ich auf jeden Fall nicht diese Weihnachten. Oh, Papa sagt bestimmt wieder, ich muss die ganze Zeit lernen und lernen und lernen und üben. Darauf habe ich gar keine Lust. Hanna, du hast eine 1- und wurdest angerufen? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin total schlecht und du total gut, hm? Hanna, eine 1-? Da muss irgendwas durcheinander geraten sein. Wie durcheinander? Sie haben uns doch die Hefte gegeben. Hanna, lass mich noch eben ganz kurz schauen. Das ist auch gar nicht deine Schrift und das musst du doch sehen. Oh, das ist Dave's Heft. Das tut mir total leid, Hanna, dass ich dir Dave's Heft gegeben habe. Das andere ist deins. Nein, wie konnten Sie die nur verwechseln? Ist die 5+ etwa meine Note? Oh nein! Wie, Sie haben uns das falsche Heft gegeben? Aber stimmt, das ist gar nicht meine Schrift? Wow! Dave, das ist Hannas Heft. Okay. Ihr müsst das austauschen. Das Tut heißt, mir leid. Ich habe die 1-. Okay, ich kann mich irgendwie jetzt gar nicht freuen. Also ihr beiden. Das gibt so Ärger. Ihr habt beide keine guten Noten. Das verwundert mich total. Deswegen hatte ich auch bei euren Eltern angerufen. Da müssen wir dringend nochmal drüber diskutieren. Oh nein, das kann ich nicht zu Hause erzählen. Das ist schon die zweite schlechte Note. Ich kann's auch nicht sagen. Oh Mann, ich krieg total Ärger, mordsmäßig. Wie soll ich das bloß Mama erklären? Die war letztes Mal so verständnisvoll und jetzt schon wieder eine schlechte Note? Das gibt jetzt echt Ärger.
Oh, vielleicht habe ich ja Glück und es ist erstmal keiner zu Hause. Dann kann ich die Arbeit vielleicht irgendwie unter meiner Bettdecke verstecken. Hallo? Ist jemand da? Oh, Glück gehabt. Puh, keiner da. Wo verstecke ich denn mein Heft? Oder soll ich es vielleicht einfach verbrennen? Oder in den Müll werfen? Hey, oh, Hannah! Julian, du bist ja da! Oh, wo kommst hey, du denn auf einmal her? Was ist denn mit dir los? Du bist von der Treppe gefallen. Alles also, okay? Ich dachte, es wäre keiner zu Hause. Ja, also ich bin gerade alleine. Mama ist mit Emma gerade einkaufen gegangen. Die müssen aber gleich irgendwann da sein. Okay. Warum bist du denn so aufgeregt und du bist voll verschwitzt? Dabei ist es doch voll kalt und du hast kurz Klamotten an. Hallo? Julian, ich habe in der nächsten Arbeit schon wieder eine 5. Hä? Ich habe echt Ärger. Also ich glaube, ich kriege echt Ärger. Mann. Also langsam finde ich das ein bisschen unfair. Du darfst arbeiten gehen und ich nicht? Das muss ich mal mit Mama klären. Wie soll ich das bloß machen? Oh, Mann. Wir sind wieder da. Hallo. Oh nein, Mama ist wieder da. Wo tue ich denn jetzt das Heft hin? Oh Mann, Mama, hätten wir nicht noch irgendwo ein Eis essen können oder diese Nüsse, die ich so gerne esse? Mann. Emma, bei dem Wetter willst du Eis essen und Nüsse kommt gar nicht in Frage. Da bist du doch allergisch gegen. Das haben wir doch letztens bei der Herbstkirmes gemerkt. Hanna, ich hab doch gesagt, wir sind zurück. Warum bist du denn in deinem Zimmer? Sonst begrüßt du uns doch immer. Ach, hi Mama, ihr seid ja schon wieder da. Hanna, ist alles in Ordnung? Warum weinst du etwa? Nein. Oh nein, was soll ich denn jetzt Mama sagen? Soll ich ihr verraten? Ich bin traurig wegen Dave. Also, Dave hat ein anderes Mädchen geküsst. Was? Er hat ein anderes Mädchen geküsst? Aber er kann doch nicht einfach deine Gefühle so mit Füßen treten. Ihr seid doch zusammen. Also, da muss ich wirklich mal ein Wörtchen mit seinen Eltern reden. Nein, Mama. Wir klären das schon selbst. Du brauchst nicht die Eltern anrufen. Alles gut. Hallo? Hier ist Claudia Vogel. Spreche ich da mit Daves Mama? Ja? Ich würde da gerne was klären. Nein, Mama. Mama, leg auf. Ich bin nicht wegen Dave traurig. Das habe ich nur so gesagt. Leg schnell auf. Hanna, warum erzählst du mir denn sowas? Also, ich wusste nicht, es war mir peinlich zu sagen, Hanna, jetzt mal raus mit der Sprache. Was ist denn los überhaupt? Also, die anderen Kinder haben gesehen, wie du mich zur Schule gebracht hast und denen gefallen deine Winterklamotten nicht. Warte mal ganz kurz, Hanna, das Telefon klingelt jetzt schon wieder. Claudia Vogel, hallo? Ja? Ach, ich hab dich gar nicht erkannt. Ja, Pias Mama, natürlich. Oh Mann, warum ruft Pias Mama denn hier an? Was? Wie bitte? Wirklich? Pia hatte in der Arbeit eine 5 minus? Oh, das tut mir natürlich leid für Pia. Oh nein, Pia hat's erzählt. Wir wollten es doch nicht verraten. Und jetzt fliege ich bestimmt auf. Hanna, warte mal ganz kurz einen Moment. Hey, Hanna. Was ist denn, Mama? Ich wollte jetzt eigentlich nach oben ein bisschen lernen und für die Schule was machen. Also, Pias Mama hat mir gerade erzählt, dass Pia eine 5 minus hat in der Arbeit. Willst du mir nicht irgendwas erzählen? Oh nein, wie mache ich das jetzt bloß? Ach so, Mama, das war die letzte Arbeit, da weißt du doch, da habe ich dir doch von erzählt. Also, die letzte Arbeit, ne? Hey, ihr beiden. Hannah, ich habe heute deinen Englischlehrer, Mr. Handsome, getroffen. Weiß ja, ich kenne ihn ganz gut. Der hat mir was vom Elternsprechtag erzählt, das hatte ich ja ganz vergessen. Oh nein, der Elternsprechtag, den habe ich ja wieder total vergessen. Ach ja, Elternsprechtag, genau. Elternsprechtag? Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Wann soll der denn sein? Du, Mama, ich wollte dich was fragen. Also, wegen dem Arbeiten. Hanna geht ja arbeiten und kann ich nicht auch irgendwo arbeiten? Ich brauche ein bisschen Taschengeld. Hallo? Ach, Julian, jetzt gerade nicht. Wir haben gerade keine Zeit für sowas. Oh Mann, immer keine Zeit für mich. War ja klar. Oh Mann, ich sollte mir vielleicht einen Job suchen. Also, er meinte was von übermorgen. Ist das richtig, Hanna? Ja, genau, übermorgen. Ja, übermorgen. Und ich hatte es total vergessen, euch zu erzählen. Also oh nein, ich werde auffliegen. Ich kann da gar nicht, Martin. Vielleicht musst du da alleine hingehen. Ja, kein Problem, kann ich ja machen.